Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Ja, ich wollte mal zeigen, was ich so drauf habe. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Mad Max. Wir sind dabei, hier so ein bisschen aufzuräumen. Das sind so die letzten Sachen hier in Good Arschs Gebiet. Ihr seht, wir sind schon Stufe 1. Wir müssen noch zwei Lager, ein paar Sniper, ein paar Vogelscheuchen kaputt machen. Das wollen wir jetzt in der nächsten Folge vielleicht noch machen. Oh, 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 oh. Ich will den Wasser geben, den Jungs. Nachdem ich mal davon aus Versehen mal welche überfahren habe, sehe ich gerade wieder zum ersten Mal. Sieht aus wie Moses. Thank you, stranger. Pick clean, I reckon. But still worth a look. I'll remember this. Okay. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Diese Suchbereich-Dinger. Das werde ich das mache ich definitiv offline. Da werde ich, okay, tschüss. Werde ich mal die Konsole mit auf Arbeit nehmen im Dienst und werde dann mal, wenn unsere Wache fertig ist, gibt es nämlich in jedem Zimmer einen Fernseher. Wir wollen sogar, mit Hilfe von der Wachenkasse eine Xbox oder eine PS4 kaufen. Wo ich dann natürlich Probleme habe mit den Speicherständen, wo ich nicht mal gucken muss, ob dieses. Achso, fuck, ich hab gerade was falsch gesehen. Ob das funktioniert so tatsächlich mit diesem Cloud, das ist jetzt auf 10 GB erhöht worden von Sony. Dass man diese Speicherstände in der Cloud auslagern kann. Ich hab mal letztens geguckt, bei mir sind es irgendwie gerade aktuell so 2-3 GB. Okay, Entschuldigung. Also wäre natürlich toll, ne? Dann könntest du nämlich dich auf Arbeit einloggen und könntest da weiter zocken. Gerade zu Battlefield oder so auf Arbeit zu zocken wäre bestimmt geil. Okay, muss man einmal rumfahren, oder? Ist ja nicht so weit. Was ich mal hinbekommen würde. So, wo geht's denn weiter? Da geht's weiter. Das ist tatsächlich ein Sniper. Ja, wir liegen halt gut in der Zeit. Bei der schönen Götterfunken aus Elysium. Na, da kann ich nicht. Au. So, das macht gerade echt. Oh. Es funzt gerade alles wie das Kinderkriegen. Wir haben noch einen Sniper und eine Vogelscheuche. Und zwei Lager. Ist noch eine Vogelscheuche. Oh, im Vorbeifahren habt ihr das gesehen. Was ist das denn für ein Mörderskill? Mir fehlt. Ach, da oben ist noch eine Vogelscheuche. Ah, verdammt, da bin ich schon gestartet. Das ist natürlich jetzt doof.
Ja, dann machen wir mal da oben noch den Sniper und dann das eine Lager und das große Lager dann da unten. Da ist den Endgegner, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber mir fehlt dann aber auch noch. Ne, Vogelscheuchen haben wir alle. Stimmt, war ja gerade die letzte. Na? Wo bist du da? Okay. Dann auf zu dem Lager. War jetzt nicht so ganz optimal, aber ich war gerade überrascht, dass der so hoch stand. Ich habe gehofft, dass der niedriger ist. So. Oh, warte mal. Ich würde gerne mit dir spielen, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Komm her. So. So macht man das hier in meiner Hut. So, da vorne ist das Lager. Da müssen wir natürlich mal aufpassen, dass wir nicht allzu nah ranfahren. Das ist natürlich scheiße. Probieren wir es nochmal. Warum habe ich das gerade gemacht? Wie er aufsteht. Oh, guckt euch mal den Arm an, jetzt humpelt er. Warum habe ich gerade eigentlich auf Dreieck gedrückt? Achso, damit du das Auto reparieren kannst. Ich habe auch für nicht aussteigen müssen. Na komm, du reparierst das Auto, ich reparier mal mich. Oh, 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 oh. Ah. Ah, das war scheiße. Das war scheiße gerade. Das habe ich gerade gar nicht kommen sehen. Er blutet. Gewicht gewaltig. Oh, Entschuldigung. Die Waffe da noch in der Tasche raucht. Oder wie der Däne sagt, unskühl. So, machen wir hin, Junge. Wir haben keine Zeit. Schön, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass ein Video fertig bearbeitet ist. Jetzt gerade feststelle, dass ich überhaupt nicht nur auf Bearbeiten gegangen bin, aber nicht auf Datei sichern. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ugh, manchmal. Aber nur manchmal. Habe ich auch mal ein paar Schläge verdient. So, nächster Versuch. Wir kümmern uns um diesen Turm hier. Ah, Quatsch, um diese Festung hier. Schön, wie der gerade im Auto gespawnt ist. So, alte Taktik, ganz langsam ran. Da ist er schon.
das. Oder? Nee. War ich da schon? Hier war ich da schon, oder? Nee, hier war ich tatsächlich noch nicht. Hier hat auch jemand Spaß gehabt. Ist doch schon jemand einmarschiert. Och nee, da steht schon wieder so ein Auto. Hi Jungs. So. Schade! Das hätte ich gern gesehen. Da vorne war übrigens noch Wasser. Das werden wir uns mal auffüllen, weil unsere Flasche ist nämlich schon seine ganze Zeit leer. Vielleicht können wir sogar noch was trinken. Jawohl! Wir können sogar noch was trinken und dann nochmal auffüllen. I like! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vielleicht kriegen wir die Flasche wieder ganz voll. Und sind wir fast perfekt ausgestattet und fehlt noch ein bisschen Munition. Yay! Ja, den Truck. Werden wir dann noch zur Basis fahren? Wie gesagt, der bringt auch nochmal 500 Schrott. Wie ist der denn so schnell hochgekommen? Ah, da ist eine Rampe. Da ist, ich dachte, das wäre so. Jawohl, endlich mal einen runtergeschubst. Ich dachte, das wäre nicht Rampe gewesen, sondern so ein Absatz, wo du hochklettern musst. Ich dachte, wie kommt der da so schnell hoch? Jetzt war ich etwas schockiert gerade. Weil er hat dann einfach seine Waffe fallen lassen, der Depp. Was für ein Noob. Na, lass die Waffe nicht fallen, sondern einfach halten, fallen lassen. Hä? Pumpen, wo seid ihr? Kommt schon, ich will euch nichts Böses. War Boys. Was ist die denn? Geht da um die Ecke. Ja. Au. Oh, Scheiße, der natürlich jetzt Alarm schlägt. Komme ich nicht gegen die an. Aber das macht er nicht, weil ich ihn erschieße. So, komm her. Wir wollen mal reden.
Ja, was immer du willst. Ich kümmere mich gleich um dich. Oder der mit Stein wirft. Komm her. Aua. Jawoll. Ne? Hat dir das gefallen, was du gesehen hast? Oh, wir haben 13 Punkte, die wir verarbeiten müssen. 13 fucking Punkte. Ah, das ist die. Ich sehe gerade, da ist die Ölpumpe. Irgendwas. Explosion brauchen wir. Oh Gott. Er schmeißt aber auch immer alles weg, der Junge. Da ist was zum Explodieren. Skrotus-Insignia. Ah, hier sind auch noch Teile, stimmt. Da. Oh, Darf ich nicht vergessen, dass hier noch Teile sind, die ich noch suchen muss. Jawohl, und wieder ein Lager. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt kriegen. Müssen wir halt locker mal 500 kriegen, so viel Lager. Ich habe da jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ja. So, jetzt suchen wir noch die Spekru-Bauteile. Die müssten dann irgendwo da hinten sein. Tschüss, Jungs. War nett mit euch. Aber ihr stinkt. Oder bin ich das? Das ist hier die Frage. Das könnte natürlich auch ich sein. Ah, ich bin das nicht. Ich war fein duschen. Ich war fein duschen. Dung. Hier? Nee. Hallo. Hier irgendwo, oder? Da oben. Ja, aber sind ja nicht die Spekruten. Machen wir den mal weg. Nee, die sind ja immer noch da. Geht hier noch drüber? Kommen wir denn da hoch? Ja, nee, da geht's nicht hoch. Dann hätten sie es gekennzeichnet. Manchmal kann man sich so ein bisschen hochklitschen, aber dann hätten sie es gekennzeichnet. Dann gucken wir nochmal ganz genau ordentlich hier. Nope. Das ist auch nicht. Ups, was ging hier ab? Feine Steine runter. Oh, hier sind wir natürlich für nicht lang gelaufen. Das heißt, hier könnte dann noch irgendwie ein Weg nach oben sein. Das ist ja strange. Ich aufpassen, dass man hier nicht von Steinen erschlagen wird. Ich weiß noch nicht, wo. Nee, das ist ein Geheimgang, der hier hinführt. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, aber wo sind denn diese Bauteile? Das war natürlich ein Geheimgang, den ich, wenn ich, denn ein Typ da getroffen hätte, der in der Nähe war, der hätte mir die Information gegeben, dass hier ein Weg ist. Dann hätte ich nicht durch den Haupteingang gehen müssen. Aber es war ja easy. Ugh.
Ich falsche Taste. Na. Ja. Bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Ja, ich weiß nicht, wie wir an die Teile daran kommen. Warte mal, nee, das auch nicht. Sah eben so aus, als sei da was, wo man. Oder sind die unter mir? Nein, 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 ouch. So eine Höhle? Geh mal, ich renn mal rum. Ist jetzt doof, dass wir das Auto nicht hier haben. Aber so ein kleiner Fußmarsch, den hat noch keinem geschadet. Ah ne, das ist die Straße, die unten lang geht. Oh. Ist da denn da unten irgendwas? Eine Höhle? Könnte doch links ein Höhleneingang sein. Ah, na, auch das noch. Ernsthaft. Oh. Ein Schrott sogar. Jetzt wird es gleich mal wieder laut im Hintergrund. Sorry. Ernsthaft? Ich hasse es. Ich weiß nicht, wo das Scheißteil ist. Ich weiß. Aua. Daneben. Ja, ich weiß nicht, wo das Scheißteil ist. Es tut mir leid. Ja, schön. Danke dir. Nee, ich wollte echt das. Boah, ist der Wind übel. Reparieren, reparieren, reparieren. Aber das eben so. So geht's auch. Man sieht natürlich auch wieder nix. Nein! Ja.
Reparieren mal wieder. Reparieren! Oh Leute, ich hab grad da überhaupt keinen Bock drauf. Ah, ich kann vor allem. Ah, Scheiße, ich kann mit der Scheiße keine Schnellreise machen. Ja, aber du sollst dich da ums Auto kümmern. Komm schon, mach hinne. Mach hin. Egal, meine Lieben, wir machen mal hier eine Pause. Au. Ah, super. Auch noch im Feld. Ja, super. Auch noch aus Fahrzeug auslenken. Wir machen jetzt hier tatsächlich mal wirklich eine Pause. Ich kriege hier richtig Probleme gerade. Und da kommt eine Kiste. Die sich da unten verfangen hat irgendwo. Au. Bald vorbei. Ah, ich habe übrigens eine neue Waffe. Ich muss euch mal Gelegenheit zeigen. Hey, ich habe eine Kiste als Ballon. Das ist cool. Oh Gott sei Dank, dahinter ist noch eine Kiste. Ziehen wir die Kiste 1 zur Kiste 2. Ist das ein Felsen? Jetzt ist wahrscheinlich irgendwo festgesetzt da. Mann, war das gerade eine große Scheiße. Da ist er. Was ist das denn für ein Lärm? Was ist das denn gerade? What the fuck, ist die weg? Ja, ich wollte schon sagen. Nämlich 300 pro Kiste. Haben wir zwischenzeitlich mal wieder Geld bekommen? Ja, meine Lieben, wir machen aber tatsächlich jetzt hier eine Pause. Denn in der nächsten Folge gibt es dann wieder das große Lager da unten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Oh, gerade richtig Kohle gemacht. Wir werden erstmal ein Lager fehlt noch, ein Minenfelder, genau. Wir werden erstmal zu Jet zurückgehen. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.